Ja, Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Assassin's Creed Odyssey. Wir werden jetzt hier mal ja ein bisschen versuchen, uns hier mal wieder durchzu mogeln, denn wir wissen, dass ein Ältester in der Olyrus-Festung gesehen wurde, und ich will jetzt wissen, ob wir ihn finden. Ich hoffe es mal. Wäre schön, aber wenn nicht, dann machen wir noch etwas anderes. Dazu müssen wir, oder? Ja, dazu müssen wir leider. Leider in Kauf nehmen, sie alle zu kriegen. Und ich will einfach mal gucken, ob wir ihn vielleicht doch finden. Hier, es reicht nicht. Ach du, das hat nicht gereicht. Hing doch da nicht in irgendeiner Scheiße fest, danke. Wie, was? Na gut, okay. Machen wir es aber anders, warte. Dann machen wir es ganz anders. Ist auch nicht weiter tragisch. Dann machen wir es auf die altmodische Art. Länger als du hoffentlich. Wow. Ja, okay, ja gleich. Ich sterb gleich, okay? Nö, noch nicht. Also noch ist nicht meine Zeit. So, da hätten wir den schon mal erledigt. Und jetzt bist du dran. Gott, dich nehme ich als Auflader. Boah. Noch keine Waffenkumpel. Nicht dir. Damit habe ich euch alle besiegt. Okay, jetzt muss ich euch nur noch loswerden. Also endgültig. So, damit werden die weg. Ja gut, war ein bisschen dumm, ist ein bisschen doof gelaufen, muss ich sagen, aber puh. Ging ja auch. Gut.
Hast du mich gesehen? Mal alle gleich alle sehen, also auch nicht, danke. Hi. In der Pirates, wie geht's? Ich helfen. Warum ging das jetzt nicht? Also mal aktiviert das mal nicht, aha. Ja gut, wir müssen ja immer mit der Faust killen, Pfeil, oder mit der Faust gehauen. Pfeil, wenn derzeit jemand kommt. Ah, der ist auch tot. Na gut. Oder? Bist du tot? Ja, ich hab tot zu sein. Der ist tot. Ja. Shit. Aber wir haben ihn gefunden, Leute. Es war nicht ganz umsonst. Ich hätte das schon die ganze Zeit auch gestört, weil ich hab gedacht, das werde ich jetzt genauer besuchen. Deswegen wollte ich doch nicht gleich mitlaufen. Da ist eine Gründe, Leute. Naja, für den Ruhm, Alter. Nein! Wo ist die Leiter? Oh, Leiter nicht. Nein. Soll ich nochmal in die Kasse gehen, leider? Ah, der Kopfgelder. Hätte ich das doch mal gemacht, ey. Oh. Na gut, aber Fels hier oben. Eine Anführer, ja gut, hier. Genau. Wir haben ihn. Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. Was reicht bislang? Und spring! Oh, Scheiße! Oh! Oh, das, ja, war geplant. Ist das einer, auf sie? Ja, diese. Da fehlt nur der hier. Der Wind peitschte über sein Gesicht. Sein Bart weiß von Meeressalz. Was hat er als verbundenen Gegenstand? Okay. Sein Bart weiß vom Meeressalz. Nestor brüllte sein Siegeschrei in Sturm hinein, doch ein richtender Gegner sank in die tiefen, dunklen Wellen der Ägäis. Nestor hatte eine gesamte Jugend damit verbracht, die Ozeane der griechischen Welt unsicher zu machen. Doch mit dem Sieg verlor er seinen Teil seiner Gefühle. Da sprach der Orkan zu ihm vom Ruhm der griechischen Kriegsschiffe und von den Plänen des Ordens. Kein anderer ließ sich von ihnen so schnell überzeugen wie er. Genau, und aus dem Grund, um ihn zu kriegen, wollte ich auch noch nicht mitlaufen. Ich wusste, dass sie irgendwas übersehen haben. Das würde ich mir gleich mal vorstellen. Gut. Erstmal holen wir das Schiff. Den holen wir uns. Jetzt nur keinen Stress machen. So. Ob es Atlantis nachher auch Kopfgeld gibt? Wir werden sehen.
Dann scheinen wir ja wohl bald den Orkan töten. Aber scheinen wir ja wohl auf. Irgendjemand folgt mir. Hm? Na gut, aber man jagt mir den Kopfgeldjäger, auch nicht schlecht. Ah, hi. Na. Wir schalten heute Nestle aus, Nestor. Gut. Setzen wir die Segel! Kapitän, du bist zurück! Auf geht's! Ja. Hat er mehrere Schiffe um dich rum oder? Oder doch, er hat mehrere. Ich glaube, er hat mehrere. Wir werden nicht siegen. Komm schon. Zack. Boah. Entern. Wollen wir sie uns. Na, Ältester? Dein letztes Stündchen hat geschlagen. Oh, perlen das. Oh Gott, ich hab mein Schild. Oh nein. Ölgog! Ich hätte nicht mein Schwert ziehen müssen. Mein Fehler. Was? Was ist? Ja, und damit haben wir den letzten. Was wir nicht ehrlich gewinnen können, nehmen wir uns im Geheimen. Die Demokratie hat die griechische Welt träge und schwach werden lassen. Charismatische Narren lenkten den Mob mit goldenen Haltesprüchen und zogen die Menge in ihrem Bann. Wie dumm das Anliegen auch immer gewesen sein mag, August wehrte sich dagegen und schlug aus den Schatten heraus zu. Dann fand sie den Orden. Nun, vielmehr fand er der Orden sie, eine göttliche Übereinkunft von Zielen. Ah, ist der Orden tot? Achso, oh. Okay. Nein. Oh Gott, ja gut, okay, haben wir Glück gehabt. Nein, oh. Ich bin nicht dagegen. Oh, Alfia. Oh. So nicht, Kumpel, so nicht.
Wo ist die? Wo ist der? Die? Ah, an Land, logisch. Ah, die ist an Land. An Land fühlt da auch mal ganz nett. So, dann können wir nachher gleich noch die umbringen. Dann haben wir das auch fertig. Und sind schon mal relativ weit. Ja, wenn er dann schon. Ja, schon. Ja, wow. Da habe ich gar keine Lust, aber ja. Komm. Reisegeschwindigkeit, komm. Wissen wir uns, du hast wissen wir uns. Tschüss. Wir haben keine Lust. Ich kann mir die unnötigen Ärger erlauben, danke. Gott. Holen wir uns die letzte. So. Ja, na klar. So. Wir holen uns jetzt die alte. Die kann was erleben. Achso, wir haben den Text noch gar nicht gelesen. Warum macht sie das denn? Was sind ihre Motive? Die Demokratie der kriegischen Welt. Träge und schwach werden lassen. Also die Demokratie hatte die kritische Welt träge und schwach werden lassen. Charismatische Narren lenkten den Mob mit goldenen Heilversprechen und zog die Menge in ihren Bann. Wie dumm das Anliegen auch immer gewesen sein mag, August, das hätte ich schon gelesen. Ups. Okay, also schon gelesen. Na gut. Gut. Dann bringen wir sie um. Dann freut sich der Orkan. Die freut sich glaube ich nicht, aber ist mir auch egal. Wir bringen die jetzt um, die Alte, dann kann die zusehen, was sie macht. Habe ich doch. Also, will ich zwar abstellen, tut mir leid. Gut. Und damit wird noch die bleiben, die alte. Ja, Orkan höchstpersönlich. Gut. Aber den machen wir in der nächsten Folge platt. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, euer Pyrus. Bis zum nächsten Mal rein. Tschüssi.